Hallo Zockerfreunde, weiter geht's in Assassin's Creed Syndicate Jack the Ripper. Und ich möchte mich direkt in der Hauptstory gleich weiterbegeben. Und deshalb gehen wir hier ihn hier an. Familientreffen. Jack bereitet sich auf Evies Ankunft vor. Beseitigt alles medizinische, alles medizinische Personal, das sich an seine Internierung in der Anstalt von Lambert als kleiner Junge erinnert. Okay. Naja, gut. Schauen wir doch mal. Echt jetzt? Wir müssen jetzt mit Jack weitermachen? Warum gefällt mir das nicht? Müssen wir jetzt echt als Jack wieder da rummachen und morden? Jetzt muss ich alle Spuren meiner Identität tilgen. Besuchen wir den guten alten Doktor. Okay. Es ist Zeit, dass die Schwester für meine Misshandlung und Vernachlässigung zahlt. Das gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Wir müssen da hinten hin. Müssen wir wieder mit Jack hier rummorden? Zeigen wir Dr. Archer mal, was für ein guter Chirurg ich bin. Nein. Wir müssen den da töten. Einst war ich der kleine Junge, der hier eingesperrt war. Und jetzt bin ich der Ripper. Gefällt mir überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Ganz und gar nicht. Dass ich so etwas machen muss. Oh je. So, und da müssen wir wohl ins Gebäude. Da muss ich mal schauen, ob wir da überhaupt reinkommen. Da ist ein Eingang. Okay. Dann schauen wir mal. Ach komm, mach dich doch da rum. Echt jetzt? Ich muss bis hochklettern, um da rüber zu kommen? Jetzt komm schon. Kannst du nicht ernst meinen. So. Schauen wir mal. Da müssen wir rein. Schwester Whitney wird um Gnade winseln, so wie ich einst um ihre flehte. Also er scheint eine echt üble Kindheit gehabt zu haben. Gut. Anstaltsleiter Bradford wird mir mit Freuden dabei helfen, meine Einträge in den alten Akten zu löschen. Ja genau. Ich will doch raus! Naja gut, so sieht man zumindest, dass Jack, was Jack so alles getrieben hat. Auch wenn es mir nicht gefällt, so etwas zu tun. Die Polizei darf meine Krankenakte nicht finden. Das heißt, wir müssen da jetzt auch Beweise vernichten. Dann wahrscheinlich. Gut, schauen wir mal. Kann man da überhaupt rein? Gibt's hier so einen Eingang? Sieht nicht so aus. Wo finde ich bloß den Leiter dieses Irrenhauses? Hier gibt's keine Fenster rein. Also da ist auf jeden Fall der, den wir brauchen. Aber irgendwie weiß ich jetzt nicht, wie ich da reinkommen soll. Da muss ich jetzt mal gucken. Weil durch die Tür rein, das wäre, denke ich mal, eine saublöde Idee. Weil ich denke, dass die da dann auf uns warten werden.
Die Polizei darf meine Krankenakte nicht finden. Ja, ist schon klar. Wissen wir jetzt. Aber wie komme ich da jetzt rein ohne... Sollte ich vielleicht doch da hinten und mich durchs Haus kämpfen? Weil offene Fenster sehe ich hier nicht. Da ist ein Eingang. Den nutzen wir. Würde ich sagen. Oh Mann, hier sind viele Leute. Und wir müssen da mitten durch. Das ist schon... Wo finde ich bloß den Leiter dieses Irrenhauses? Na ja, gut. Gehen wir da erstmal rein. Und dann schauen wir, dass wir da durch irgendwie kommen. Na komm. Mach dich rein. So, wir müssen da hin. Okay, da kommen wir so nicht rum. Die Polizei darf meine Krankenakte nicht finden. Gut, dann... Okay. Plündern wir da mal. Können wir vielleicht noch ein Messer? Jawohl. Sehr schön. Okay. Wer sind Sie denn? Gestatten der Ripper! Niemand darf je erfahren, dass ich hier Patient war. Okay. Das heißt, das hier müssen wir verbrennen. Damit die Beweise vernichtet sind. Dann bereite ich mich auf Ivys Ankunft vor. Erlauben wir den Irren doch ein wenig Freigang. Oh je. Dann schauen wir mal, dass wir hier rauskommen. Ich muss da hinten irgendwie hin. Kommen die hier rauf? Nein, tun sie nicht. Gut. Gut, der interessiert mich nicht. Der ist hinter der Wand. Das heißt, ich muss da unten irgendwie hin. Nee, das machen wir nicht. So, plündern wir noch ein bisschen. Und dann müssen wir da unten hin. Okay. Ein Gentleman würde so etwas nie tun. Betrachten Sie dies als Verwarnung. Okay, hier werden wir ein bisschen rumprügeln müssen. Ich wollte eigentlich so wenig wie möglich mit Ripper töten, damit nicht zu viele ihm zum Opfer fallen. Der gehört mir. Aber anscheinend geht das nicht anders. Gut. Mach mal auf mich. Gut. Dann wieder plündern. Der hat nichts mehr. Aber der noch. Gut, hier ist nichts mehr. Das noch nehmen. So, jetzt ist keiner mehr hier. Das heißt, wir können hier... Je mehr, desto besser. Das ist echt hart. Und wahrscheinlich müssen wir dann mit Ivy darauf achten, dass wir keine Falschen töten. Also rechne ich zumindest damit. Dass wir die Insassen nicht töten dürfen oder so ein Quatsch. Das wird äußerst schwierig dann. Oh Mann. Ihr seid unfähig! Zurück zu den Wurzeln, was, Jack?
Jacob befreite dich aus diesem Irrenhaus, nahm dich bei uns auf. Da müssen wir wohl jetzt ungesehen rein. Ich darf nicht entdeckt werden. Oder einen einzigen der Constables verletzen. Das heißt, wir müssen da rein, ohne gesehen zu werden. Das ist blöd. Das ist saublöd. Gut, machen wir uns hier rein. Hier sollte gehen. So, hier werden wir nicht gesehen. Da sind noch Polizeibeamte. Moment. Das könnten wir vielleicht nutzen hier. So. Ja. Das könnte gehen. Mal schauen. Kann man da rüber? Nee. So einfach kommen wir da nicht rüber. Okay. Soweit sind wir. Wir dürfen auf keinen Fall gesehen werden von denen. Das da erreichen? Gut. Also die Polizeibeamten dürfen uns nicht sehen. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen ist. Ich denke, die anderen, die Roten, die uns da angezeigt haben, sind die Verrückten. Aber wo ist... Na komm, mach dich da runter. Weiter. Hier ist auch eine Truhe, sehe ich gerade. Irgendwo da unten. Ich würde sagen, die nehmen wir noch mit. Da ist die Truhe. Und da ist auch irgendwo ein Eingang. Der ist da, der Eingang. Gut, schauen wir, dass wir da reinkommen. Oh je, die ganzen toten Polizeibeamten. Da unten ist, Jacks Bluttaten setzen sich fort. Gut, dann müssen wir da runter. Oh je. Nein, lass das liegen. Lass das liegen, leg den hin. Den brauchen wir nicht. So, ich hoffe, der ist nicht tot. Nein, ist er nicht. Also, wir betäuben die nur. Weil ich könnte den jetzt noch töten, aber ich will die nicht töten. Die haben ja nur gar nichts damit zu tun und... Die können letztendlich auch nichts dafür. So. Jetzt müssen wir irgendwie da runterkommen. Weil ich will die Truhe auf jeden Fall mitnehmen. Aber wie geht's runter? Da geht's nur rauf. Muss ich da vielleicht hier raus und dann unten nochmal rein? Oder? Nee, dann komme ich ja zu einem Polizisten. Mehr von Jacks Spielen. Es wird sicher eine Botschaft für mich geben. Nein. Komm, greif mich an. Komm. Ich schlag dir die Zähne ein. Komm doch, wenn du dich traust. Leg den doch hin. So. Ihr wart doch schon mal besser drauf. Ja. So. Erledigt. Gute Nacht.
So, die Verrückten werden wir hier nicht töten. Der da gehört zu dem. So, jetzt schauen wir mal. Können wir bei dem noch was plündern? Jawohl. Dann schauen wir hier nochmal. Ja, da haben wir auch noch ein bisschen was. So, jetzt schauen wir mal. Okay, da ist noch was. Die Beute wird dir gefallen, aber du musst tief in den Abgrund steigen, um sie zu erreichen. Okay. In den Keller. Dort wird Jack seine letzte Falle zuschnappen lassen. Wie viele laufen denn hier rum? Na komm, plünder mal. Oh nein, nein! Ich wollte den noch gar nicht töten. Ich wollte noch den anderen angreifen. Das ist saublöd gelaufen jetzt. Weil das sind ja letztendlich nur geistig verwirrte Menschen, die eigentlich gar nichts dafür können. Echt jetzt? Wie viel gibt's denn von euch? Nein, so nicht. Du legst dich auf schlafen. Echt jetzt? Nein! So war das nicht gedacht. Dass die immer dazukommen müssen. Wie viele gibt's denn hier noch? So. Okay. Den können wir noch plündern. So, und dann muss ich irgendwie weiter nach unten. Da sind die Polizeibeamten. Die wollen wir nicht. Aber wo geht's noch weiter? Da geht's noch weiter nach unten. Okay. Gut. Die bekämpfen sich hier gegenseitig. Ich hoffe, die bringen sich nicht um. Ja, hallo ihr zwei. Ihr legt euch erstmal schlafen. Gut. Das heißt, da geht es noch weiter runter. Aber ich will auch gucken, wo ist diese Truhe, die ich vorhin gesehen habe. Die sind draußen. Wahrscheinlich habe ich die Truhe irgendwo verpasst. Die werde ich nachher noch in Ruhe suchen. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich hier weiterkomme. Das heißt, warte mal. Ich soll da noch jemanden töten. Der ist da oben. Gut. Dann machen wir uns noch mal kurz hoch. Halt, warte mal. Habe ich den noch nicht geplündert? Doch. Müssen wir wohl die Treppe hoch, weil hier geht irgendwie kein Seil. Das ist blöd. Gut. Der ist da hinten. Gut. Irgendwo hier muss er sein. Da. Da ist er. Ja. So, plündern. Und dann holen wir uns den anderen gleich noch, den wir töten müssen. Der ist irgendwo da hinten unterwegs. Da. Die wollen wir natürlich nicht vergessen. So, das haben wir erledigt. Hier irgendwo drunter ist die Truhe. Warte mal, da. Okay. Gehen wir nochmal runter. Das heißt, hier muss die Truhe irgendwo sein. Da ist sie doch. Schön. Dann haben wir sie endlich. Na komm. Haben wir das auch. Indisches Smaragdgold. Das ist bloß eine Farbe gewesen? Echt jetzt? Da oben ist auch noch eine Truhe. Komm, die holen wir auch noch.
Ist noch höher, oder? Ja. Das heißt, wir müssen noch höher. Also ich will hier so viel mitnehmen, wie geht. Weil ich denke, dass wir hier dann wohl nicht mehr hin können. Nee, hier geht's nicht höher. Gucken wir da mal. Okay. Die sind draußen. Hier hat Jack die Beweise vernichtet. Das ist blöd. Dass die Beweise vernichtet sind. Wie kommen wir da noch höher? Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Können wir da überhaupt noch hin? Oder muss ich dafür nach draußen? Sieht aus, als müsste ich dafür nach draußen irgendwie. Warte mal, was ist das hier? Kann man das hier irgendwie aufmachen? Nee. Nein, nicht da rein, nicht da rein, nicht da rein. Ich wollte bloß ein bisschen absuchen. Die Tür kann man nicht aufmachen. Gut. Ach, egal. Machen wir uns nach unten, sonst sind wir hier ewig unterwegs und kriegen nichts auf die Reihe. Da haben wir doch schon mal eine weitere Truhe. Schön, die nehmen wir mit. Ja, so viel ist es jetzt auch nicht. 2 von 3 Jacks Sachen da. Gut, da hinten müssen wir dann hin. Gut, machen wir uns darüber. Irgendwie. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ich muss mich erstmal neu orientieren. Also hier ging es nirgends runter. Das ist auch die andere Seite. Ich muss vielleicht da drüben irgendwo runter. Genau, hier. Hier muss ich runter. Komisch gebaut, die Dinger. Das ist irgendwo da unten. Naja, gut. Halt hier durch. Oh Mann. So, das hatten wir ja schon. Das hatten wir ja vorhin schon gesehen. Das war doch das, ne? Ja, mit der Tafel zusammen. Genau. Wir müssen weitere finden. Okay, bloß wo war das nochmal hin? Da hinten, in die Richtung. In die Richtung müssen wir da irgendwie. Gut. Oh, da geht's nicht durch. Da kommen wir nicht weiter. Und da kommen wir auch nicht durch. Ja. Yeah. Gut. Schauen wir mal, ob wir da hinten irgendwo durchkommen. Nee. Das war ja wohl nichts. Hä? Das war hier, wo... Hier waren wir doch eben die ganze Zeit. Ich muss irgendwie darüber, da. Genau. Da müssen wir irgendwie weiter. Jawohl. Hier würde ich sagen, sind wir richtig? Ich will mich hier aber noch mal kurz umschauen. Halt, warte mal. Ach so, nee, das ist nur so ein Versteck. Da ist irgendwas. Das will ich mir noch mal anschauen. Ach nee, das sind nur so Verstecke. Das sind nur so Verstecke. Aber trotzdem hier überall mal rumschauen. Nicht, dass wir hier irgendwas übersehen. Was vielleicht wichtig sein könnte, was uns vielleicht helfen könnte. Nee, scheint sonst nichts zu sein. Gut, machen wir uns weiter. Machen wir uns weiter. Ja, ich hätte noch einen töten müssen, der da oben. Wisst ihr was, den holen wir noch. Ist mir jetzt egal, auch wenn ich jetzt so überziehe. Aber ich will den Burschen haben. Ich habe so das Gefühl, dass es für uns noch wichtig sein wird. So. Jetzt machen wir uns da runter. Und dann schauen wir mal weiter. Also hier unten ist auch eine Truhe irgendwo. Gut.
dich legen wir schlafen. Dann holen wir den noch. Komm her. So. Der schläft auch. Den lassen wir auch. Wir den nicht umbringen. Holen wir uns die Truhe hier noch. So, ist hier noch irgendwas für uns? Nee. Hier ist sonst nichts. Machen wir uns weiter. So wie es aussieht, müssen wir noch tiefer. Ah ja, hier. Hier geht es noch weiter runter. Gut. Alter Schwede, ich weiß nicht, was der noch alles hier treibt. Gut, der wird uns nicht in die Quere kommen. Denke ich. Jacob. Willkommen zum Familienfest, Evie. Also Jack hier irgendwo. Und Jacob können wir da nicht rausholen. Na gut, vielleicht später. Ich hoffe nur. Ach, du grüne Neune. Die Welt ist von einer Karte. Dass ich nicht lache. Versuch doch mal was anderes. Glaubst du wirklich, du könntest mich so töten? Zwecklos. Ich suche einen anderen Weg. Die Welt ist von einer Krankheit befallen, Evie. Sie schwächte unser Credo. Das muss ich irgendwie... Aber jetzt bin ich hier. Erbärmlich. Ich muss das irgendwie... Ist zwecklos. Sag doch mal, was muss ich denn jetzt machen? Aber jetzt wie bin töte ich, hier. Ich den denn? Ich stürze mich auf das Übel, auf die Fäulnis und den Mist dieser Stadt und reiße sie heraus. Ich habe keine Lust auf seine Kinderspiele. Versuch doch mal was anderes. Das gibt's ja nicht. Ich kann ihn nicht überwältigen. Ich muss hinter ihm gelangen. Okay. Erbärmlich. Wir werden wieder reinscheinen. Die Assassinen werden sich erheben. Okay. Und das funktioniert anscheinend nicht. Und hier sich zu verstecken ist nicht ganz einfach. Und außerdem... Nein. Verstecken wir uns? Ha! Dank deines Bruders! Okay. Komm, mach gleich den nächsten. Glaubst du wirklich, du könntest mich so töten? Nein, glaube ich nicht. Aber versuchen kann ich das. Jetzt ist meine Zeit. Jacob ist erledigt. Und so. Du musst wählen. Gut. Bist du Katze oder Maus, Evie? So, das wollte ich. Jetzt muss ich sehen, dass ich irgendwie... Verstecken wir uns? Ha! Dank deines Bruders wieder hinter ihn komme. Assassinen. Okay. So feige und unfähig wie dein Zwilling. Das sehe ich anders. Ich weiß noch nicht, ob eine Knarre irgendwas bringt. Jacob dachte auch, er könnte es. Ja! Ja! Was ist jetzt? Nee, sag nicht, der ist schon wieder verschwunden. Ach, komm schon. Der Ripper kann nicht sterben. Diese Frau glaubt, ihr seid verrückt. Befreit euch selbst. Tötet diese Verrückte. Ich weiß, du gibst Jacob die Schuld am Tod deiner Mutter. Aber nichts entschuldigt deine Greueltaten. Jacob war wie ein Vater für dich. Du hast sein Vertrauen verraten und das Credo befleckt. Hör doch auf damit!
Helft doch dem Typen nicht! Monster-Assassine! Die müssen geschlachtet werden! Assassinen! Ja! Sau! So nicht! Ich bin kein Monster! Du wirst mich nicht in ein Monster verwandeln! Was denn los? Alter Schwede! Du wirst mich nicht in ein Monster verwandeln! Alter Schwede! Das war ja echt übel. Wir sind doch gleich, du und ich. Oh, Jack. Du warst ein Assassine, ja. Aber wir sind nicht gleich. Deshalb muss die Erinnerung an dich für immer gelöscht werden. Ruhe in Frieden, Jack. Du und dein verkommenes Gefolge. Was denn? Diesmal nicht das Blut aufs Tuch nehmen? Jacob. Miss Fry. Gar nichts, Inspektor. Was in Gottes Namen ist hier vorgefallen? Hier ist nichts vorgefallen. Glauben Sie mir, Jack the Ripper ist tot. Inspektor! Helfen Sie mir, Frederick. Niemand darf erfahren, dass der Ripper ein Assassine war. Inspektor, die Journalisten sind hier. Diese Aasgeier sollen sofort verschwinden, ist das klar? Es ist vorbei, Jacob. Ich bin hier. Zumindest haben wir jetzt Gewissheit, Jacob lebt noch. Und das Gute ist, wir haben Jack the Ripper erledigt. War auf jeden Fall eine wirklich interessante Story. Ich hoffe doch, dass das jetzt alles war. Jo. Nur noch die Credits. Die lasse ich euch noch. Auf jeden Fall ist es jetzt das Ende. Kannst das Video ruhig abschalten. Weil viel passieren wird hier nicht mehr. Außer, dass du ein paar Bilder noch siehst. Wirklich, kannst abschalten. Das war's. Assassin's Creed ist nun endgültig vorbei. Da kommt nichts mehr. Ist Schluss jetzt. Du kannst das Video ruhig ausmachen. Du musst jetzt nicht hier warten, bis das hier die Kamera komplett rausgefahren ist und das alles hier. Oder liest du das etwa alles durch? Echt jetzt? Du liest das alles durch? Wirklich? Wer tut das? Ernsthaft? Du liest wahrscheinlich auch alles, was auf dem Bonbonpapier steht, oder? Naja.
guck du dir das mal in Ruhe an. Ich gehe in der Zwischenzeit spazieren oder sowas, ne? Ich mach das wirklich, ich gehe spazieren. Ich tue mir das jetzt nicht bis zum Ende an. Na, vielleicht gehe ich auch einen Nachbar besuchen. Irgend sowas. Ich werde jetzt nicht warten, bis du das Video hier ausmachst. Das kannst du dir alleine antun. Ernsthaft. Geh ich eben spazieren. Thank you.
Sag bloß, du bist immer noch da. Ach komm schon. Das ist doch schon Sucht. Das ist wirklich Sucht. Du solltest dir echt einen Arzt suchen. Also, da gibt's echt professionelle Hilfe für sowas. Das... da gehe ich doch nochmal eine Runde spazieren. Also spätestens jetzt solltest du wissen, dass da nichts mehr kommt. Ende. Ende. Siehst du? Abgeschlossen. Aus und vorbei. Siehst du das? Aus und vorbei. Da ist nichts mehr. Okay. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.